So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, einer neuen Testaufnahme diesmal sogar wieder. Das bedeutet, die Folge kommt heute raus und so wie gestern Super Jump, einfach mal um meinen Sound zu testen. Ich muss gerade mal eben was gucken, ob die Aufnahme überhaupt so gestartet hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, hat sie, weil ich habe eben gerade aus Versehen vergessen, Fraps zu öffnen. Ich habe zwar schön F9 gedrückt zum Starten, aber ich habe keine Taste gedrückt zum ich habe das Programm nicht geöffnet zum Aufnehmen, was viel Sinn gemacht hat. Und dann muss ich mal eben. So, eine Waffe habe ich. So, ich muss gerade noch mal eben was im Vordergrund ziehen. So, ich versuche gerade noch mal wieder eine neue Test-Tonaufnahme-Testeinstellung. Ich hoffe, dass das diesmal noch besser läuft als gestern die Super Jump-Kacke. Ich versuche jetzt wieder mal was komplett Neues. Da muss ich aber dann sehen, wie das jetzt läuft. Hier ist gar nichts hier oben. Ich bin auch froh, dass die Aufnahme eben gerade weg ist, weil ich habe jede Runde verloren. Was natürlich sehr schön ist. Hui! Und ich habe einen Frosch im Hals. So wie gestern bei Superjump-Aufnahme auch schon. Oh. Tschüss. Oh Gott. Was war das? Ach so, so ein Scheißding. Fuck. Oh Mann, ey. Falle ich wegen sowas runter? Ich muss mich erstmal verstecken. Erstmal fliehen. Bis ich wieder geheilt bin. Ja, wie man sieht, läuft es heute nicht ganz so schön. So, hier oben kann er wenigstens nicht hoch mit seinen Enderperlen. Da unten rennt er. Ich muss mich erstmal heilen jetzt. Und ich habe immer noch einen Frosch im Hals. So, was wollte ich erzählen? Ich habe jetzt mal komplett meine Aufnahmeeinstellungen umgemuddelt. Also die sind jetzt wirklich komplett anders als gestern noch. Scheiße, ich bin tot. Ah, schade. Stirb. So, ja, ich habe wirklich alles umgestellt, was umzustellen geht. Und ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht mehr allzu oft verliere. Weil ich hatte vorher noch eine Statistik 18 zu 6 vor der letzten Aufnahmesession. Da sieht man, wie gut das gelaufen ist. Bedeutet, ich habe einen getötet und habe 6 Runden verloren. Beziehungsweise jetzt mit der hier 6. Ja, da freut man sich dann. Aber ab und zu läuft es halt nicht. Da waren noch Spieler dabei, die haben mal eben 300 Spiele gehabt oder so. Wobei davon auch die Hälfte verloren gewesen sind. Ah, er ist Pedobär in Person, das ist schön für ihn. Vollidiot. Ja, was kann ich noch sagen? Die Folge wird heute rauskommen, bedeutet nach dieser Folge, selbst wenn die Soundeinstellungen gut sind und er stirbt, Idiot, ja. Also selbst wenn diese Folge, die Aufnahme gut ist, werden hiernach noch ein paar Folgen, auch Portal-Folgen rauskommen, wo die Soundeinstellungen nicht so gut sind. Hört es euch über Boxen an. Über Boxen ist das besser als über Headset. Über Headset hört man das nämlich extrem. Und ja, wirklich, hört es euch über Boxen an. Oh, er hat direkt gelieft, das ist auch nett. Was können wir noch gucken? Da ist Zirkus nochmal einer. Komm her. Warum leckt das gerade so? Gut. Ja. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser läuft. Ich werde mal mein Fake Stereo wegmachen und dafür eine andere Art Stereo reintun. Das Problem halt an dem T-Bone 440 ist halt, dass es ein Mono-Headset ist. Mono-Headset sei schon, Mono-Mikrofon. Bedeutet, ich kann auf keinen Fall damit Stereo aufnehmen. Oh, sehr nett. Ein Schwert. Ja. Mehr kann ich jetzt auch eigentlich dazu, zu dem Thema nicht sagen. Ich hoffe, dass die Einstellungen gut sind. Falls jemand von euch Let's Plays macht und auch ein T-Bone SC440 hat, gebt mir Tipps. Schreibt mir Tipps in die Kommentare, wie ihr eure
Audacity-Einstellungen habt und sowas. Weil ohne Tipps kann ich mich auch nicht verbessern. Das ist dann halt so. So, komm du her. Stirb, 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 stirb. Stirb, Nutella-Fan. Jo. Jetzt habe ich wenigstens mal endlich mal wieder was gewonnen. Von hinten überrascht. So ein paar Folgen kann ich noch, ein paar Runden kann ich noch ranhängen. Syndicate Games Shop, ja, was muss ich mir da kaufen? Pay to Win ist eh scheiße. Oh, gegen Cactus Flo. 26 Kills, 19 Deaths. Oh, der hat eine gute Statistik. Good Luck wünsche ich am Anfang nicht. Ich wünsche immer nur Good Game am Ende. Damit müssen meine Gegner dann halt leben. So, ging es hier nicht irgendwo berghoch? Ja, da. Ich sag schon berghoch, obwohl das ja eigentlich nur eine Treppe ist. Und ich habe immer noch einen Frosch im Hals. So. Jetzt habe ich wenigstens mal den Start, wo man hier eine Enderperle kriegt. Ah, schade. Ein paar Pfeile. Pfeile bringen mir nicht viel. Habe ich nicht eben gerade seinen Namen gesehen? Ich dachte. Von wo komme ich zur? Da komme ich zur. Zack. Ups. Ein paar Pfeile noch, ein paar Pfeile noch. Da komme ich zum Schiff hoch. Deswegen wollte ich hier hin. Aber ich habe noch kein Schwert. Ohne Schwert habe ich natürlich ein Problem. Oh. Na komm her. Versteck dich doch nicht, Kaktus. Das war vorbei, mein Freund. Na, komm. Wollen wir jetzt hier einen auf Camping machen? Ich bin weg. Tschüss. Als wenn du mich so kriegst, ey. Ich brauche ein Schwert, ich brauche ein Schwert, ich brauche ein scheiß Schwert. Fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Weil er hat definitiv ein Schwert. Tschüss. So, jetzt bin ich erstmal entkommen. Das hilft mir aber gerade noch nicht viel, weil ich halt noch kein Schwert habe. Und er hat definitiv eins. Und er hat auch jetzt die Möglichkeit, sich zu verzaubern. Ich weiß aber nicht, ob er es machen wird oder oben rennt er. Da seht ihr ihn. Ich sehe ihn. Na, was suchst du? Suchst du mich? Ich bin hier unten. Na gut, er kann jetzt erstmal da oben durchsuchen, wenn er möchte. Ich brauche erstmal ein Schwert. Noch mehr Pfeile bringen mir nicht viel. Oh, ein Zombie-Brain habe ich auch noch dabei. Ja, hier ist zwar eine Chest, aber die ist ja von mir gerade schon geplündert worden. Komm her. Ah, fuck, ey. Das ist eine Verfolgungsjagd gerade hier und ich habe immer noch keine Waffe. Ohne Waffe habe ich ein Problem. Ich meine, aktuell kann ich mich immer noch wegporten. Da ist noch ein. Da ist ein Schwert drin. Nee, ach so. Hä, hatte ich die Truhe schon und die noch nicht? Oh ja. Das ist ja schön. So kann ich wenigstens erstmal fliehen, wenn er kommt. Ich frage mich, wo er gerade ist. Zaubert er sich? Oder rennt er irgendwo rum? Oh je. Oh geil. Jetzt habe ich wenigstens ein Schwert. Jetzt muss ich nur noch ihn finden. Na, ist er unter mir? Vielleicht. Vielleicht ist er auch wieder. Ist er noch über mir? Hm.
Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Wo ist er denn? Oh Gott. Das war knapp. Einmal getroffen habe ich ihn. Sauber. Komm her. Ich habe 11 Pfeile. Die werde ich alle benutzen. Na, was ist los? Ich bin hier und du kommst hier nicht rüber, mein Freund. Boah, ey, jetzt ist das nur ein elendig langer Stellungskampf. Fuck, jetzt bin ich gerade noch so entkommen. Spring ich mal eben runter. So, wo ist er? Erstmal ein bisschen rumrennen. Eine Runde entkommen. Oh Gott, jetzt bin ich gerade am Arsch. Jetzt bin ich voll am Arsch. Ah, Hilfe. Mami. Oh Gott. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier runter zu springen. Oder die Möglichkeit, mich erstmal zu verstecken. Vielleicht denkt er, ich bin runtergefallen. Boah. Holy fuck. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Das war eigentlich so nicht geplant. Ja, die Runde verliere ich, wie man sicher sieht. Hier bin ich jetzt gerade ein bisschen geschützt, aber auch nur so lange, bis er checkt, dass ich hier oben bin. Oh, Gott sei Dank habe ich mich gerade erstmal verstecken können. Ups. Erstmal wieder heilen. Wenn ich hochgeheilt bin, dann kann ich mich auf die Suche machen. Ich werde dann wahrscheinlich trotzdem eh sterben, aber. Ja. Na, komm. Ich glaube, er hat mich aus den Augen verloren. Was für mich natürlich sehr gut ist. Für ihn natürlich eher weniger gut. Was für eine Action, ey. Da sieht ihn jemand? Ich sehe ihn noch nicht. Und solange ich ihn noch nicht sehe, bedeutet das. Oh, die Chests wurden refüllt. Ha, wie geil. Was war das denn? Ja, das war auf jeden Fall eine sehr geile Aktion gerade. Er hat auch immer noch nicht seine Sachen verzaubert. Was ist das denn für einer? Fuck, und der hat mich trotzdem getötet. Ja. Das war knapp. Boah. Ja, damit beende ich jetzt auch den Part Syndicate Games, da das ja eigentlich auch nur eine Tontestaufnahme sein soll. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.